Ich trinke auf dein Bon Marie. Was gehört zu einer gemütlichen Kneipe? Ganz klar ein kühles Blondes und eine urige Umgebung. All das gibt es in Charlottenburg in der einzigartigen Gastwirtschaft von Gabriele Sommer. Mittendrin sozusagen in der Pestalozzi-Straße. Nicht nur deshalb wurde die urige Kneipe nun ausgezeichnet. Niemand Geringeres als Frank Zander überreichte Wirtin Gabriele Sommer die Plakette mit der Aufschrift Lange lebe die Kiezkneipe. Und das hat seinen Grund. Jedes Mal, wenn ich in eine Kneipe komme, speziell jetzt in die Schulterskneipe, dann wünsche ich mir eine Tulpe. In Westdeutschland sagt man, was ist eine Tulpe? Und Ibiza zum Beispiel, Kinder, was eine Tulpe ist. Das sind alles gerade Gläser, da wird der Schaum weggewischt. Aber so wirklich in die Kneipe gehen und sich auf ein Bier freuen, ne? Und warten. Man muss ja warten, 7 Minuten oder 6 Minuten. Und dann die Tulpe zu nehmen und sagt, ah. So, dann läuft es noch an der Seite ein bisschen lang und das ist eigentlich eine Freude. Mittendrin statt nur dabei. Die urige Kiezkneipe lebt vom Publikum und das Publikum von der Wirtin. So eine Kiezkneipe bedeutet eben mehr als nur gemeinsam trinken. Schultheiß verbindet Menschen. Ich denke, dass man immer ein offenes Ohr hat für jeden, dass man manchmal auch so helfen kann, wenn man es kann. Und ein Zusammenhalt, dass man jeden miteinander bekannt macht, dass die Leute reden, dass hier immer jemand ist, der ihnen zuhört. Ein kühles Blondes natürlich von Schultheiß, so muss es sein. Kaum vorstellbar, dass in einer Berliner Kiezkneipe kein Schultheiß ausgeschenkt wird. Und echte Bierkenner haben so ihre ganz eigenen Vorlieben, wie das kühle Blonde daherkommen muss. Na, aus dem Fass schon, nicht? Also direkt aus dem Hahn. Naja, weil es läuft klar, das fuckt, nicht? Kennen wir ja alle. Und ab und zu, wenn es sein muss, dann auch aus der Flasche, nicht? Aber wirklich in die Kneipe zu gehen, nicht? Irgendwo an die Bar zu stellen, nicht? Der Wirt einen guten Tag zu sagen, ein paar Leuten, bin ja bekannt wie ein bunter Hund, und dann auf das Bier zu warten, das ist eigentlich eine tolle Sache. Gabriele Sommer hat für ihre Gäste immer ein offenes Ohr. Und durstig verlässt die Kiezkneipe sowieso niemand. Kneipen wie das mittendrin gibt es nur noch selten. Ja, und gerade deshalb ist es für Frank Zander eine Ehre, in den kommenden Wochen als Schirmherr der Aktion Lang lebe die Kiezkneipe in Berlin unterwegs zu sein. Für mich ist eine Kneipe, eine kleine Kneipe, sowas wie die Couch bei einem Psychologen. Ne? Die Leute können sich auslabern, ne? Eine trinken, Rauch bei Rauch, weiß ich jetzt nicht, ob das noch so lange geht, aber dieses Quatschen, ne? Und nach der Arbeit so ein Bierchen zu trinken und dann vielleicht ein Körnchen und so, ne? Und noch ein Bierchen, das gehört dazu. In den kommenden Wochen erhalten weitere Kiezkneipen die begehrte Auszeichnung. Mehr zur Aktion lesen Sie ab sofort auch in der BZ oder hören es auf Star FM. Unter schultheiß.de gibt es übrigens weitere Infos. Na dann, Prost!